Julius Randles Entwicklung war eine der schönsten Geschichten der letzten NBA-Saison. Er wurde zum Star in New York und gewann hochverdient den Most Improved Player-Titel. Der Big Man führte seine Knicks bis in die Playoffs, der ersten Postseason für New York seit über 8 Jahren und Basketball machte endlich wieder Spaß für das Team. Auch ich hatte damals gleich mehrere sehr positive Videos über Randall und seine Evolution zu einer ersten Option gemacht. Es ging um den neuen und stark verbesserten Wurf, wie er Offensive entstehen lässt und wie er für sich und die Kollegen immer wieder Würfe kreiert hat. In den Playoffs konnte man dann allerdings in der ersten Runde gegen die Atlanta Hawks beobachten, wie Randall einbrach, wie die Hawks ihn mit einem gezielten Gameplan aus der Serie genommen haben. Sicherlich war Randall nicht der Hauptgrund für das Ausscheiden der Knicks, man hat aber gut erkennen können, wie überfordert er damit war, die erste offensive Option seines Teams in einem Playoff-Setting zu sein. Auch in dieser Saison ist der 27-Jährige wieder dauerhaft in den Schlagzeilen, im Gegensatz zur letzten Saison aber nicht aufgrund seiner positiven Leistung. Es sind Meldungen wie diese hier, dass die Knicks $25.000 Strafe zahlen müssen, weil Randall zum 7. Mal in Folge nicht nach den Spielen mit den Medienvertretern gesprochen hat. Oder Aussagen wie diese hier als Erklärung für Gesten wie diese hier in Richtung der eigenen Fans mitten im Spiel. Oder Szenen wie diese hier erst vor wenigen Tagen, Wutausbrüche, die mittlerweile bei Randall an der Tagesordnung sind, in einem Spiel, in dem er 4 Punkte machte und 1 von 9 aus dem Feld war und die Knicks mit 26 Punkten outscored wurden, als er auf dem Parkett stand, schlechtester Wert im ganzen Team. Oder Situationen wie hier in der Transition, wo er nicht auf den Kollegen hört, der hier richtig handelt, Randall joggt währenddessen locker zurück und gibt die einfachen Punkte am Korb ab, bevor er dann alle Schuld von sich weist. Seine diesjährigen Leistungen, um die es heute natürlich vorrangig gehen soll, sind das eine, aber Randalls Körpersprache, seine Leadership, das wirkt von draußen schon alles ziemlich ernüchternd. Ich weiß ja nicht, wie es den Knicks-Fans unter euch so geht, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Und dazu kommt dann eben auch, dass Randall nicht mal ansatzweise auf dem Niveau seiner letzten Saison spielt, in der er effiziente 24 Punkte pro Spiel machte und die Knicks besser waren mit ihm auf dem Parkett als ohne. In dieser Saison dann ein ganz anderes Bild, Points per Game sind rund auf 19, Assists von 6 auf 5. Sein True Shooting war letztes Jahr bei 57%, dieses bei grauenhaften 50, das Offensivrating ist von 111 runter auf 102. Die Knicks sind 12 Punkte pro 100 Possessions besser, wenn Randall auf der Bank sitzt, im Gegensatz zu wenn er auf dem Parkett steht, und man wird 3,7 Punkte pro 100 Possessions outscored, wenn Randall spielt. Aber woran liegt das? Warum rankt der 27-Jährige in diesem Jahr bei der effektiven Wurfquote nur in der irren 7er Percentile bei allen Big Men? Nun, der ganz große Hauptgrund dafür ist, dass all diese ultraschweren ISO-Jumper, die er letzte Saison so wahnsinnig gut getroffen hat, in diesem Jahr nicht mal annähernd so sehr fallen wollen. Randall traf 41% seiner Dreier letzte Saison, in diesem sind es 31%, er traf 44% aus der langen Midrange, jetzt sind es nur 35%. Vielleicht sieht die Realität einfach so aus, dass letzte Saison einfach ein extremer Ausreißer nach oben war, so wie bei Anthony Davis die Zeit in der Bubble. Randall war vorher nie ein effizienter Werfer und er ist es in dieser Saison auch nicht mehr, das Problem ist nun, dass er aber genauso weiterspielt, als würden diese ganzen Würfe noch so gut fallen. Während diese langen Zweier in der letzten Saison die Gegner gekillt haben, killen sie in dieser die Knicks, Randall rankt bei der Frequenz aus diesem Bereich in der 95er Percentile bei allen Big Men. Oder anders formuliert, er nimmt mehr lange Zweier als jemand wie Kevin Durant, trifft sie aber wie Russell Westbrook. Du kannst nicht das ganze Spiel lang Fadeaways nehmen, als wärst du Dirk Nowitzki, oder Stepback-Jumper, als wärst du James Harden, wenn du diese überhaupt nicht triffst. Das drückt natürlich die eigene Effizienz extrem in den Keller, während es gleichzeitig dem Team enorm schadet. Hier gingen die Pistons früh im Angriff, Jab-Step gefolgt vom langen Zweier, ohne dass offensiv vorher irgendetwas probiert wurde. Ein schlechter Wurf mit einem schlechten Resultat. Oder hier gingen die Mavericks, Switch von Kleber, Stepback von Randall mit 14 Sekunden auf der Uhr, kein Kollege berührte in diesem Angriff auch nur einmal den Ball. Seine Shot Selection dürfte mit zu den schlechtesten von allen High-Usage-Spielern der NBA gehören, Randall hat Tunnel Vision des Todes und er probiert oft überhaupt nicht, die Mitspieler zu integrieren. Dazu kommt, dass Randall überhaupt nicht den Korb attackiert und bei der Frequenz am Korb gerade mal in der 28er Percentile rankt und besonders gut finishen kann er dort auch nicht. Und wenn er dann mal als Ballscreener eingesetzt wird, dann endet das quasi exklusiv in Pick-and-Pop-Situationen mit einem anschließenden Wurf und die wollen ja bekanntlich nicht fallen dieses Jahr, selbst die offenen nicht. Meiner Meinung nach ist das ganz große Problem hier, dass wir einen Spieler haben, welcher als erste Option der Offensive eingesetzt wird, dieser aber einfach nicht gut genug dafür ist. Und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, die allermeisten Spieler sind nicht gut genug, um der beste Spieler bei einem guten Playoff-Team zu sein. Man konnte es in der letzten Postseason beobachten und in dieser Spielzeit erneut, sobald Gegner Randall mehr Aufmerksamkeit geben, sobald sie gezielt versuchen ihn auszuschalten, dann bricht er ein und das passiert eben, wenn ein Spieler in eine Rolle eingesetzt wird, der er schlicht und ergreifend nicht gewachsen ist. Als erste Option wird man nämlich häufiger auch mal gedoppelt, eine Sache mit der Randall überhaupt nicht klarkommt bisher, hier gut zu sehen gegen die Wolves.
Und so etwas sieht man immer wieder bei Spielern in der Most Improved Player Debatte oder auch wenn sie den Award gerade gewonnen haben, Defensiven adjusten gegen sie. Ein Spieler übertrifft eine Zeit lang alle Erwartungen, spielt besser als je zuvor und überrascht vielleicht auch mal seine Gegenspieler, was passiert dann? Sie bekommen in der Folge mehr Aufmerksamkeit, sie werden in gegnerischen Scouting Reports und Gameplans anders behandelt, sie werden besser verteidigt und was man daraufhin oft beobachten kann, ist, dass sie damit ganz große Probleme haben. Randall ist so ein Beispiel, ich meine, wie oft wurde er vor seiner letzten Saison mal gedoppelt und selbst in seinem Most Improved Player Jahr sah er das nicht oft gegen sich. Und dieses Thema ist für mich auch ein Grund, warum man Randall nicht die ganze Schuld an diese Situation geben kann. Ein Teil der Schuld auf alle Fälle, aber für die Rahmenbedingungen um sich herum kann er nicht viel und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Denn natürlich kann man die vielen schwierigen ISO-Jumper kritisieren, aber schaut man genau hin, da muss man sich eben auch fragen, was soll er sonst machen? Seine Teamoffensive über die Elbows oder über den Post laufen zu lassen ist heutzutage so schon nicht einfach, aber wenn du es deinen Power Forward machen lässt, während dein Center im Dunkerspot steht, dann kannst du es halt wirklich eigentlich komplett vergessen. Das Spacing der Knicks ist dieses Jahr wieder eine komplette Katastrophe, ich meine geht euch das mal hier gegen die Warriors. New York hat kaum respektable Shooter in den eigenen Reihen, die das Parkett mal wirklich auseinanderziehen und für echtes Spacing sorgen, man läuft keine Off-Ball-Actions, die ganze Defense kann sich auf Randall konzentrieren, das erinnert etwas an die Lakers mit Anthony Davis im Post. Und dann haben sich gegnerische Defenses eben auch die Taktik der Hawks aus den letzten Playoffs abgeschaut und kopieren diese nun selber in dieser regulären Saison, dabei geht es um dieses Pre-Rotieren vor dem Korb, damit Randall eben genau diese langen Zweier nimmt. Häufig war das der Job von Clint Capella, der den Weg zum Korb versperren sollte, ohne aber zu doppeln. Die Knicks fanden in den Playoffs überhaupt gar keine Antwort darauf und sie finden sie in dieser Saison bisher auch nicht wirklich und das darf eigentlich nicht sein, zumal es ja jetzt auch keine zu komplizierte defensive Taktik ist. Es passiert nämlich immer genau dasselbe, achtet auf Embiid, der pre-rotated und den Kollegen das Zeichen gibt. Thibel macht dann etwas, das sich Cover Down nennt, heißt er übernimmt Embiid mal im Dunkerspot, während Maxi alleine die beiden Weakside-Spieler der Knicks übernimmt. Wie immer enden solche Angriffe dann in einem Wurf von Randall. Es ist einfach immer das gleiche, hier gegen die Lakers, Jordan pre-rotated, Westbrook Cover Down, Bradley übernimmt die beiden Weakside-Spieler der Knicks, Randall wirft daneben. Oder hier gegen die Raptors, Post-ISO, ein Defender pre-rotated, einer covered down und Randall wirft daneben. Okay, einmal noch, Capella pre-rotated, Young covered down, diesmal ist die Weak Side komplett offen, Randall spielt aber natürlich nicht dorthin. Und genau diesen Pass müsste er in diesen Situationen eigentlich viel, viel häufiger spielen, hier ist es Derrick Rose, Randall spielt diesen Pass aber nicht, das macht er nie. Die Sache ist aber die, A ist es ein ziemlich schwieriger Pass über das gesamte Halbfeld und B wäre der Ball wahrscheinlich so lange unterwegs, dass die Defense den Weg bis dahin wieder gut machen könnte. Es würde also meiner Meinung nach nicht wirklich reichen, einfach nur diesen Weak-Side-Skip-Pass zu spielen, die Knicks müssten Off-Ball etwas laufen, damit die Defense sich nicht einfach von vornherein so positionieren kann, ohne dafür bestraft zu werden. Hier gegen die Suns, ich meine, was soll Randall da tun, da muss man ihn auch mal ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Du kannst keine Post-Ups laufen, wenn ein Mitspieler dauerhaft im Dunkerspot steht, frag mal bei Joel Embiid bezüglich Ben Simmons nach oder Anthony Davis, wenn er neben DeAndre Jordan auf dem Parkett steht. Und wir sehen ja schließlich auch, was passiert, wenn Randall dann doch mal den Korb angreifen möchte, er trifft unweigerlich auf einen zweiten Defender, weil dieser ja direkt da ist. Hier, Robinson steht im Dunker, natürlich ist die Zone dann voll, da kann ich Randall schon ein bisschen verstehen, wenn er sich das von vornherein eigentlich lieber sparen möchte. Stellt euch mal vor, die Knicks würden 4 Shooter an seine Seite stellen, dann wäre Vucevic nie im Leben rechtzeitig da, um die eigentlich einfachen Punkte zu verhindern. Natürlich wäre das dann auf der anderen Seite defensiv schwer mit Randall auf der 5, aber darum geht's ja heute nicht. Also, niemanden trifft die komplette Schuld, Randall muss sich verbessern, allerdings müssen die Rahmenbedingungen um ihn herum auch besser werden, wenn es bei den Knicks was werden soll zukünftig. Was haltet ihr von der ganzen Situation? Schreibt sie immer gerne unten in die Kommentare. Gefallen euch meine Videos, dann lasst gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Außerdem habe ich euch mal 2 weitere Videos in meine Endcard gepackt, einmal meine Miami Heat Analyse von vorgestern und dann mein Franz Wagner Breakdown von vor wenigen Tagen. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.